Ich habe mir zwei neue Aktien ins Depot gelegt. Die Bereiche Halbleiter und Basiskonsum verstärken mein Portfolio. Zwei absolute Wunschtitel von mir, die ich schon lange auf der Watchlist hatte, bei denen mir aber die Kurse immer zu teuer erschienen. Jetzt haben die Werte zumindest etwas nachgegeben. Um welche Aktien es geht, erfährst du in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Depot Diary. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Bevor es losgeht, kurz vorab, meine Videos sind keine Anlageberatung, sondern dienen lediglich der Information. Ich empfehle hier keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Legen wir auch gleich los mit dem ersten der beiden Werte, die ich neu im Depot habe, das ist ASML. Besonders im Vergleich zu Nvidia erscheint mir der Titel aktuell unterbewertet. Ob man da auf das KGV schaut, das Umsatzwachstum, die Eigenkapitalrendite oder Verschuldungskennzahlen wie Interest Coverage oder Schulden im Vergleich zum EBITDA. ASML ist da definitiv nicht schlechter aufgestellt als Nvidia, zum Teil sogar noch besser. Das rechtfertigt aus meiner Sicht nicht den extrem großen Abstand beim KGV. Jetzt kann es natürlich sein, dass Nvidia wieder runterkommt, aber ich glaube auch, dass ASML Nachholpotenzial hat, dass die Aktie zukünftig abrufen wird. Wir können uns ja mal ein paar Kennzahlen anschauen von dem niederländischen Unternehmen, die wirklich beeindruckend sind. Da haben wir hier zunächst die Umsatzentwicklung. Vor 10 Jahren hat man hier noch 5,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Innerhalb von 5 Jahren konnte man den Wert dann mehr als verdoppeln. Ende 2018 lag man hier bei knapp 11 Milliarden Euro. Ende des vergangenen Jahres dann schon bei über 21 Milliarden. Und aktuell, auf die letzten 12 Monate gesehen, sind wir bei knapp 26 Milliarden Euro. Also wirklich eine beeindruckende Entwicklung. Und auch was die Margen angeht, hier die operative Marge, auch die konnte sich rasant entwickeln. Vor 10 Jahren lag man hier bei knapp 19%. Das ist dann über die Jahre deutlich über die 20 gestiegen. Ende 21 waren wir dann sogar bei 35%. Ende vergangenen Jahres dann bei 30,7%. Und auf die letzten 12 Monate ist es dann wieder ein bisschen hochgegangen auf aktuell 32,8% operative Marge. Und bei der Nettomarge sehen wir hier eine ganz ähnliche schöne Entwicklung. Auch die konnte über die Jahre gesteigert werden. Vor 10 Jahren lag man hier noch bei knapp 20% und konnte die hier dann in der Vergangenheit auf teilweise über 30% sogar steigern, Ende 21. Und auf die letzten 12 Monate gesehen haben wir hier eine Nettomarge von über 27%. Ja, und auch bei der Eigenkapitalrendite ist man hier sehr stark aufgestellt. Über die letzten 10 Jahre hatte man hier meist einen Wert unter 20 bis zum Jahr 2017 und zuletzt konnte man hier sogar Renditen erzielen von 50 bzw. 60% in den Jahren 21 und 22 und auf die letzten 12 Monate gesehen haben wir hier mittlerweile sogar eine Eigenkapitalrendite von knapp 74%. Und die Anzahl der Aktien ist auch gesunken über die Jahre. Vor 10 Jahren waren es noch über 430 Millionen Aktien. Mittlerweile ist man hier bei unter 400 Millionen angekommen. Das ist für die Aktionäre ja auch immer erfreulich, weil allein dadurch der Wert der Aktien steigt. Und aktuell sind hier noch 394 Millionen Aktien auf dem Markt. Also über 10% weniger als noch vor 10 Jahren. Und auch die Verschuldungskennzahlen sehen sehr, sehr gut aus. Die Interest Coverage, also die Fähigkeit des Unternehmens, die Zinsen mit dem Gewinn zu bedienen. Je höher der Wert, desto besser. Gibt Analysten, die sagen, dass bei einem Wert unter 3 so langsam kritisch wird. Und davon ist man hier meilenweit entfernt. Über die Jahre hat man hier sogar einen dreistelligen Wert aufgebaut. Im Dezember 21 bei 120, Ende des vergangenen Jahres bei 107. Also man kann natürlich überall ein Haar in der Suppe suchen, aber ASML hat sicher kein Schuldenproblem aktuell. Ähnlich sieht es bei den Schulden im Vergleich zum EBITDA aus. Auch hier gab es in der Vergangenheit nur ganz selten mal Werte über 1 im Jahr 2016 und 2017 und auch im Jahr 2020. Aktuell liegen wir hier bei 0,46. Bei den Schulden im Vergleich zum EBITDA wird ein Wert von über 4 eher kritisch gesehen, aber davon ist ASML auch meilenweit entfernt. Das KGV liegt ja aktuell bei 32,7 und damit sogar noch leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre bzw. dem Median. Und zum Vergleich hier, Nvidia hatte in der Vergangenheit ein KGV von 41. Das ist jetzt aktuell auf über 120 hochgeschnellt. Da ist ja aktuell eine Menge Fantasie in dem Kurs. Aber ich denke eben, dass von dieser Fantasie auch ASML sich ein Stück vom Kuchen abschneiden wird. Aber wenn man sich das KGV anschaut, ist dieses Stück vom Kuchen eben noch nicht enthalten. Und hier beim Kursumsatzverhältnis liegt ASML mit 9,35 leicht über dem Durchschnitt der Vergangenheit, der bei 7,2 liegt. Und auch hier sehen wir mal beim Vergleich mit Nvidia, da liegt der aktuelle Wert fast 4-mal so hoch wie die Kennzahl über die letzten 10 Jahre. Und ASML zahlt auch eine Dividende, die liegt nur bei knapp 1%.
aber mit großen Wachstumsraten, wie wir hier sehen. In den letzten 10 Jahren wurde die durchschnittlich pro Jahr um 27,7% erhöht. Und wenn das so weitergeht, dann wird schon in den nächsten 5 Jahren aus dem knappen Prozent eine Dividendenrendite von 4,55%. Und das kann sich dann doch schon sehen lassen, zuzüglich zu der Kursentwicklung, die ich mir bei der Aktie natürlich auch erhoffe. Die Ausschüttungsquote ist sehr moderat mit 31% zuletzt und im Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt sie sogar noch leicht darunter mit 24%. Ja, ich erhoffe mir, dass hier durch die Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz die Aktie von ASML neue Höhen erreichen kann. Das hier ist der Dollarkurs, da hat die Aktie einmal kurz an der 900-Dollar-Marke gekratzt. Aber ich werde bei ASML einen langen Atem haben und insofern habe ich es da auch gar nicht eilig und denke, dass auf Sicht der nächsten Jahre und dann vor allen Dingen auch Jahrzehnte die aktuellen Kurswerte hier dann das Unternehmen weit hinter sich lassen kann. Ich jedenfalls kann mir vorstellen, dass das Thema KI auch in den nächsten Jahren noch sehr dominant sein wird und es eben auch unter anderem für ASML ein lukratives Geschäft sein wird. Und die Entwicklung werde ich mir jetzt mit ASML im Depot ganz entspannt anschauen. Und der zweite Wert, den ich mir zugelegt habe, ist Unilever. Aktuell mein Favorit im Bereich Basiskonsum. Die Aktie ist ja in den letzten Jahren eher seitwärts gelaufen, bestenfalls. Auch hier glaube ich, dass der Wert einiges an Nachholpotenzial hat. Zumindest glaube ich das, wenn ich mir hier mal ein paar Kennzahlen anschaue. Und ich habe Unilever mal mit ein paar anderen Basiskonsumgüteraktien verglichen. Ich habe hier Procter & Gamble, Nestlé, Coca-Cola, Kraft Heinz und Kellogg mal ausgewählt. Bei der Marktkapitalisierung sehen wir, dass Unilever hier im Mittelfeld liegt mit 130 Milliarden. Da sind die beiden absoluten Dickschiffe hier, Procter & Gamble und Nestlé. Beim Umsatz kann Unilever dann Coca-Cola schon überholen. Nestlé hat hier sogar einen dreistelligen Milliardenumsatz zuletzt erzielt. Und auf die letzten 12 Monate bezogen, konnte Unilever hier am meisten wachsen mit 9,4%. Das sieht dann über die letzten 5 Jahre schon etwas anders aus und erklärt wahrscheinlich auch die Kursentwicklung bei Unilever. Hier konnte man durchschnittlich nur um 1,3% pro Jahr wachsen. Bei Procter & Gamble haben wir ja immerhin einen Wert von 4,7% Umsatzwachstum. Ja, und einer der Gründe, warum ich bei Unilever eingestiegen bin, ist die Dividendenrendite. Die liegt aktuell bei sehr schönen 3,7%, finde ich. Da können hier Kellogg und Kraft Heinz zwar noch mehr anbieten, aber wenn wir uns hier mal das Dividendenwachstum anschauen, dann sehen wir, dass Unilever hier die höchsten Raten hat. Durchschnittlich um 7,6% pro Jahr hat das Unternehmen hier zugelegt. Und wenn das so weitergeht, dann würde aus den aktuell 3,7% in 5 Jahren 4,44% werden. Und dann würde man eben Unternehmen wie Kellogg und Kraft Heinz hinter sich lassen. Und das Schöne und eben auch Wichtige hierbei ist, dass Unilever die Dividende auch wirklich verdient. Zuletzt hat man hier sehr moderate 53% der Gewinne ausgeschüttet an die Aktionäre. Das sieht dann bei Unternehmen wie Kellogg oder Nestlé schon ein bisschen anders aus. Zumindest wenn man sich die letzten Ausschüttungen anschaut, über 10 Jahre, sehen wir hier, liegt Unilever mit 67% ganz hinten, was ja im Prinzip der beste Platz ist. Also hier ist man in der Lage, auch über den langen Zeitraum gesehen, die Dividende eben zu verdienen und da wurde nicht über die Kosten gelebt. Bei der Nettomarge erzielt Unilever einen Wert von 13,6%. Hier sind alle Unternehmen bis auf Kellogg im zweistelligen Bereich. Den besten Wert erreicht hier Coca-Cola, gefolgt von Procter & Gamble. Und wenn wir das hier mit der Vergangenheit vergleichen, sehen wir, dass Unilever die Nettomarge hier nochmal steigern konnte. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag man hier bei knapp 11%. Das Wachstum beim Free Cashflow war zuletzt rückläufig mit minus 5,1%. Da haben wir hier dann über die längerfristige Betrachtung über 5 bzw. 10 Jahre ein deutlich besseres Ergebnis. Da konnte man den Free Cashflow durchschnittlich um 2,8 pro Jahr steigern, beziehungsweise 8,7% über 10 Jahre gesehen. Und an diesen Wert kommt hier auch keiner der ausgewählten Konkurrenten dran. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit aktuell 14,4 sowohl im Vergleich zu den Konkurrenten hier sehr gering. Einzig und allein Kraft Heinz hat ein noch geringeres KGV. Aber auch im Vergleich zum Unternehmen, was die letzten 10 Jahre angeht, ist Unilever aktuell günstiger bewertet. Im Median lag der Wert hier in den letzten 10 Jahren bei 20,6. Und ein ähnliches Bild sehen wir hier beim Kurs-Umsatz-Verhältnis. Da ist Unilever aktuell mit dem knapp 2-fachen des Umsatzes bewertet und auch hier etwas günstiger als in der Vergangenheit. Kurzer Einwurf, wenn dir das Video gefällt, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Bei der Eigenkapitalrendite erzielt man aktuell 42,7%. Da weist nur Coca-Cola einen noch
besseren Wert auf. Über 10 Jahre gesehen schiebt sich dann hier Kellogg noch davor. Und mit den 38,3% sehen wir hier, dass das ein sehr konstanter Wert ist. Da konnte Unilever also auch in der Vergangenheit starke Renditen erzielen. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Interest Coverage. Wie gesagt, die Fähigkeit der Unternehmen, ihre Zinsen zu bedienen mit dem Gewinn. Procter & Gamble hier sehr stark mit einem Wert von 24, aber auch Unilever noch zweistellig, ebenso wie Nestlé. Im Vergleich zur Historie hat sich hier der Wert etwas verschlechtert von 13 auf 10,7. Da muss man also etwas mehr von den Gewinnen abschöpfen, um die Zinsen zu bedienen als noch in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, mit einem Wert von über 10 alles noch im grünen Bereich. Ähnlich sieht es hier für Unilever bei den Schulden im Vergleich zum EBITDA aus. Hier bei Kellogg mit einem Wert von mittlerweile über 4. Da sieht man ja eigentlich lieber Werte unter 4. Und im Vergleich zur Vergangenheit ist man hier auch nochmal leicht nach oben gegangen. Über 10 Jahre lag sie durchschnittlich bei 3,94. Da können die Kollegen aus den Niederlanden bzw. Großbritannien hier noch deutlich ruhiger schlafen, mit einem aktuellen Wert von 2,18. Ja, und sehr erfreulich, Unilever ist eines von 3 Unternehmen, das auch Aktien zurückkauft. Das steigert den Wert der Aktie und offensichtlich ist die Unternehmensführung von der zukünftigen Entwicklung der Aktie bzw. des Unternehmens überzeugt. Ja, und dann schauen wir uns noch an, was letztendlich für die Aktionäre übrig bleibt. Der Total Return über 5 Jahre, also inklusive der Dividenden. Da war, wie wir vorhin ja auch im Chart gesehen haben, bei Unilever nicht besonders viel zu holen. Aber genau in dem Bereich hoffe ich ja jetzt auch auf eine Wende. Nicht zuletzt auch wegen der neuen Unternehmensführung. Heinz Schumacher ist ja seit Juli dieses Jahres der CEO des Unternehmens. Er kennt das Unternehmen sehr gut und hatte seine Karriere schon bei Unilever begonnen und ist dort jetzt zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen. Und da bin ich sehr gespannt, ob er für die Aktionäre mehr Wert schöpfen kann als die Vorgängerführung. Vielleicht erreicht man dann ja auch so Werte wie hier bei Procter & Gamble. Da konnten sich die Aktionäre über sage und schreibe 16% pro Jahr freuen in den letzten 5 Jahren. Und wenn wir uns das hier mal über 10 Jahre anschauen, da rückt Unilever dann auf Platz 2 vor hier in dem Vergleich mit doch immerhin 8,5%, was ja doch sehr erfreulich ist für so einen Basiskonsumwert. Und auch hier Procter & Gamble mit einem zweistelligen Wert ganz vorne. Ja, ist einer der beiden Titel auch bei dir im Depot oder zumindest auf der Watchlist? Oder welche Aktien sind bei dir gerade ganz oben auf dem Zettel? Schreib mir das gerne. Ja, das sind soweit meine beiden neuen Werte im Depot. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und falls noch nicht geschehen, freue ich mich, wenn du Depot Diary abonnierst. Dann kann mein Kanal weiter wachsen und du verpasst zukünftig kein Video mehr, wenn du auch noch die Glocke aktivierst. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren und bis bald.